Hallo Leute und willkommen zur nächsten Folge von den Minecraft-Fakten. Heute am Freitag ganz normal Minecraft-Fakten. Vorweg möchte ich was machen? Sind sie dafür auf ein Feld? Und denken nichts. Na gut, auf jeden Fall wollte ich noch Ihnen sagen, es könnte sein, dass ich mich sehr komisch anhöre. Denn Bandicam macht da wieder ein bisschen Kacke. Ich sollte manchmal jetzt Open Broadcaster nehmen. Aufnehmen. Und dann kommt die Folge ein bisschen später dann. Ja. Okay, dann, zu 90% bestehen hier Minecraft-Fakten aus einer Person, die mir sehr viele Sachen zugesendet hat. Und nur eine einzige ist von einer anderen Person, aber sonst habe ich auch keine Fakten zugesendet. Das ist sehr, sehr bedauernsmäßig. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Also, vorweg noch, wenn ihr Sachen wisst von Minecraft, dann in den Kommentaren damit. Und jetzt auf den Kopf, yay. Wenn ihr Sachen wisst von Minecraft, dann in den Kommentaren damit. Und dann seid ihr vielleicht im nächsten Video mit drin. Und dann geht's auch schon los. Die ersten vier Sachen sind von MCGamer777. Und der schrieb dann noch zu, war sehr, sehr lang inaktiv und hat mir dann kritische Sachen zugesendet und jetzt hat er vier Sachen. Alle sehr, sehr geil, danke an dich. Und erstes, und zwar die allerhöchste Levelanzahl, die man Minecraft bekommen kann, ist diese hier, also XP, dann eine 21, dann eine 47, dann eine 48, eine 36 und eine 44 und dann Enter, und das ist jetzt das höchste, was man erreichen kann. Und ich muss mich nur lesen, bis das weggeht hier. Messen sehr schnell. Ein bisschen noch schneller messen. Mal nochmal. Warte, ich weiß nicht, warum jetzt. So, da seht ihr schon die Zahl. Also, ein, zwei, ich weiß nicht, wie viel das für Zahl ist. Ich weiß gar nicht wissen, irgendwie ist das ein Trillion oder so. Aber ihr seht, was das für eine ewig riesengroße Zahl ist. Und die richtig schön über die Herzen geht und so über den Hunger, ne? Und wer das in Minecraft erreicht, der ist süchtig. Wir machen weiter. Die zweite Sache ist diese hier. Und zwar, hat geschrieben, Kohle, normale Kohle hat 8 Brenndurchgänge. Ein Kohleblock hat 80 Brenndurchgänge. Und Lava sogar 100. Und das ist natürlich sehr schwer zu testen jetzt. Aber ich kann nicht sagen, dass das stimmt. Ich habe schon öfters mal so gelesen. Das ist sogar stimmt. Oh, warte, ein guter Jump. Auf jeden Fall, das stimmt. Das kann ich euch versichern, dass das stimmt. Und wir machen schon weiter. Die dritte Sache ist folgende, und zwar Pistons können keine Schilder verschieben. Und das ist korrekt. Ja. Schilder können nicht von Pistons verschoben werden. Das ist sehr, sehr heftig. Was ist das für eine Kiste? Zum Beispiel das hier. Geht auch nicht. Und das ist sehr, sehr komisch, aber zum Beispiel jetzt hier so Block. Der kann natürlich ja verschoben werden. So, und ja, das ist bei mir in dieser Welt ruckelt gerade irgendwie ein bisschen sehr heftig. Aber Schilder können nicht verschoben werden. Das ist auch irgendwie so ein schönes Schildchen. Hier so ein Pissen dran und jetzt hier so ein Redstone Block und es wird nichts passieren. Genau wie bei der Kiste. Finde ich sehr, sehr komisch. Dass das nicht funktioniert. Wir können jetzt das Ding wegmachen und der fährt sich aus. Ist sehr, sehr komisch und deswegen machen wir direkt weiter mit Fakt Nummer 4. Fakt Nummer 4 ist folgender. Und zwar, ich habe ja schon mal in den Tutorials gezeigt, wenn ich mich selbst daran erinnere, dass man, wenn dann jemand ja hier den Villager nimmt hier, wenn jetzt was umgeht und dann heißt, ist er ja umbenannt. Sieht dann noch anders, und zwar, wir können jetzt ein Namensschild nehmen. Umbenennen zum Beispiel, ach, wie früher, als ich den mal so genannt habe, Jürgen. Ich auch so genannt, Jürgen. Nehme ich mir jetzt mal, jetzt gehe ich hier ins Portal rein, natürlich ins Survival Mode. Jetzt setzen wir hier den Villager und wir machen ihn und. Ich habe dich gedrückt. Das ist dumm. So, also gesehen, ich stand nur noch da und er heißt nun ab jetzt Jürgen. Ja, und ihr seht hier Jürgen. Verkaufen auf coole Sachen eigentlich. Aber ja, ich stehe im Portal drin und dann könnte ich auch immer wieder nennen und zwar, ich weiß auch gar nicht warum. Aber wenn man ein Portal spielt, steht, kann man ja auch keine ich weiß nicht, was mit Kissen ist, aber man spielt kein Inventar von so halt, ne?
Und weil deswegen, weil man dann auch ja keine GUI öffnen kann und sie quasi so benennen. Und das ist ein richtig geiler Fakt. Danke an dich, an diese vier geilen Sachen von dir, MC Gamer 777. Und wir machen manchmal fünften Fakt. Fakt Nummer 5 ist von Seelaterne und er schreibt, wenn man im Serum 3 ist, dann sieht man das Fallenkreuzer nicht. Wenn man auf dem Biegenstrahl fährt, dann das ist das sichtbar. Und das ist korrekt. Seht ihr was? Haha, nein. Freidrücken, da wird sichtbar. Ne? Da seht ihr es. Das war ein Kreuz sichtbar in F3. Ja. Hier unten. Oh, doch! Hier unten auch, wenn man wirklich auf den Biegen jetzt feiert, dann wird auch dieses sichtbar. Vielleicht hat er das so. Ist ja ausgetestet. Aber hier ist auch also sichtbar. Das ist sehr, sehr komisch, also hier oben nicht. Ah, hier unten, ach so, okay, alles klar. Und oh, ich wollte das kommen. Ey, wir können auch noch zugreifen. Und es ist vielleicht nicht dieses komische Ding, ne? Aber es ist doch mal ein Bug. Das dürfte eigentlich nicht so sein. Das wäre es auch ja gewesen von den Minecraft-Fakten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann seid eine positive Wertung da. Und nicht vergessen. Und tschüss.